Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Movement at the Monastery. In der letzten Folge haben wir einen Schlüssel gefunden und wussten nicht so recht wohin damit, sind nochmal durchs ganze Level querbeet durchgeirrt, weil man den leider hier an dieser Stelle nicht einsetzen kann. Ich habe jetzt rausgefunden wo, ich habe insgesamt drei Sachen übrigens rausgefunden, mit der Zeit, und wir fangen einfach mal mit den unwichtigsten davon an. Und zwar kann man hier diese Kisten einschießen. Und da kommt so ein Kuh oder Bulle oder was das ist zum Vorschein. Weiß nicht, ob das ein Gimmick ist oder ob das auch irgendwas bringt. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch gerade relativ wurscht. Wir nehmen erstmal die Seilbahn und fahren wieder runter. Da, wo wir den Schlüssel gefunden haben, weil da muss er auch ungefähr wieder hin. Dafür springen wir hier aus dem Giftshop nochmal raus. Und zwar, würde mich das mal interessieren, ob ihr das noch auf dem Schirm hattet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls ihr das in der letzten Folge noch nicht getan habt. Ob ihr noch wusstet, dass der Schlüssel hier rein muss. Weil diese Stelle hatte ich absolut nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich wusste gar nicht mehr, dass es diesen Gang hier gibt. Und ja, das zeigt wieder umso mehr, dass man so ein Spiel eher am Stück spielen sollte, mit so einem riesenkomplexen Level, und nicht so eine lange Pause dazwischen einlegen sollte. Und da passiert nämlich genau das, dass man das nicht mehr weiß. Also würde mich echt mal interessieren, ob ihr das noch wusstet. Ja, wir haben jetzt hier einen Tomb Raider 2 Granatwerfer gefunden, was mich natürlich sehr freut. Viel mehr findet man hier tatsächlich nicht, aber es kann sein, dass das vielleicht später mal wichtig ist, um was zu sprengen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber den haben wir auf jeden Fall erstmal im Petto. Hier könnte sich Lara jetzt auch erstmal ins Bett legen und ein bisschen schlafen. Aber das gönnen wir ihr nicht, weil wir müssen mal hier aber ein bisschen weiterkommen. Nein, Lara, was verstehst du an dem Wort No nicht? Das sagst du doch selber ständig. Mann, Mann, Mann. Gerade die müsst doch eigentlich wissen, was No bedeutet, weil die kann ja nichts anderes sagen. Genau, hier ist dann wieder so eine Stelle, wo der Typ wieder ein bisschen was labert. Genau. Da kann man auch so eine Teekanne einschießen, aber mehr ist hier drin nicht zu finden. Genau, das sind die ersten zwei Dinge, die ich rausgefunden habe. Und das dritte führt tatsächlich zur nächsten Gebetsrolle. Das habe ich nachgeschaut, weil ich einfach echt nicht mehr weiter wusste. Und das zeige ich euch jetzt, wie man da hinkommt. Dafür gehen wir natürlich jetzt diesen Weg nochmal hoch. Ich habe mir jetzt wirklich den hier auserkoren, weil ich den, glaube ich, am entspanntesten von allen finde. Und jetzt guckt uns von da oben dieses Vieh an. Das finde ich echt witzig. Naja, okay, also diesen Weg kennen wir jetzt mittlerweile ganz gut. Und da kommen wir nämlich auch genau dahin, wo wir hin müssen. Deswegen ist der eigentlich gar nicht so unpraktisch. So, hier müssen wir nicht lang, sondern hier hoch. Wunderbar. Und dann ist natürlich die Frage. Ja, genau. Jetzt habe ich es wieder. Hier lang. Und da hoch, so war das. Weil ich hatte jetzt den Schritt da hoch zu klettern gerade schon in dem anderen Raum im Kopf. Irgendwie war ich da gerade schon einen Schritt weiter. So, jetzt muss ich Lara da natürlich dann festkrallen, aber erstmal lassen wir sie die Fackel wegwerfen. Weil sonst klappt das ja eh wieder nicht mit uns. Wir kennen sie ja mittlerweile, die Gute. Und dann sind wir doch ganz schnell da, wo wir hinwollen. Also das ist jetzt echt der Weg, den ich mir rausgesucht habe, den zu gehen. Das macht es irgendwie am einfachsten. So, dann habe ich übrigens beim Vorbeischauen der Lösung noch gesehen, dass man hier bei den Mönchen irgendwann den Crowbar findet. Der erscheint dann hier plötzlich. Irgendwann redet er mit uns und gibt uns den Crowbar bzw. das Brecheisen, was wir brauchen. Ich weiß aber nicht, wann und wie. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen oder rausgefunden. Aber das vielleicht schon mal für den Hinterkopf. Was jetzt wichtig ist, ist doch dieser Klotz hier, wo wir ganz am Anfang dachten, okay, damit muss man doch irgendwas machen können. Und zwar können wir nämlich hier das einschießen. Da wollte ich da die ganze Zeit eigentlich schon rein. Und da kommt man dann auch zu der nächsten Gebetsrolle. Macht ja irgendwie auch Sinn, weil mir ist eingefallen, wir hatten ja in jeder Himmelsrichtung eine. Das heißt, das wäre eine, dann hatten wir rechts eine, wir hatten links eine. Dann fehlt eigentlich nur noch gegenüber, wenn ich das jetzt richtig sehe. Das heißt, da sollten wir dann vielleicht das nächste Augenmerk drauflegen. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal hier. Das bringt uns vielleicht jetzt schon mal ein Stück weiter. Zumindest zur nächsten Gebetsrolle. So, und jetzt bin ich gespannt, was kommt. Wieder ein bisschen was zum Zerdeppern auf jeden Fall. Eine Spinne!
Okay, das hätten wir dann auch kaputt lassen können. Und das ist wieder ein sehr, sehr schöner Ort hier. Aber ich glaube, wenn man hier die Schalter drückt, werden Spieße ausgefahren und wir werden erstochen. Also, weiß ich nicht, ob ich da so Interesse jetzt dran habe, das zu machen. All of one's explorations eventually lead to the same truth, zur selben Wahrheit. Vielleicht nur die mit einer Kerze oder so? Ach, wir probieren das jetzt einfach mal. Okay. Oder haben wir jetzt eine generelle Zeit, alle zu drücken? Okay. Wahrscheinlich müssen wir alle in der Zeit drücken, kann das sein? Okay, das war falsch. Aber wir sind gar nicht gestorben dabei. Oh oh. Okay. Gucken wir uns den Text nochmal an. Alle. Alles in einem Explorer. Ach, ja, so schnell bin ich nicht in meinem Englisch, sorry. Da. All of one's explorations eventually lead to the same truth. Ich bin doch gerade eher für nochmal neu ausprobieren einfach. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Das klingt ja schon mal richtig. Wir müssen wahrscheinlich eine richtige Reihenfolge nehmen. Das? Nee. Ja. Ja, wir müssen wahrscheinlich einfach eine Reihenfolge rausfinden. Probieren wir mal, was da passiert. Ah ja. Du musst es wahrscheinlich nach Geschwindigkeit machen. Und, dann hieße das, wir müssten hiermit anfangen, weil wir da am meisten Zeit haben. Dann das, weil das am zweitschnellsten geht. Dann das, weil es am schnellsten ist. Und das letzte geht ja sofort. Cooles Rätsel. Okay, das war cool. Das haben wir ganz ohne englischen Text zu verstehen rausgefunden. Ich bin stolz auf mich. Oh, das ist gerade mega die schöne Musik. Oh, ein wahnsinnig toller Raum. Wow. Richtig schön. Oh mein Gott, ist das schön. Da liegt ein Medipack. Und? Ach, diese Räucherstäbchen sind nur Deko, glaube ich, ne? Okay, da steht Yeshi. Aber hello again, Lara. Ja, gut. This is my friend Bobby Boy. Bobby, this is Lara. Okay, with formalities out of the way, let's begin your next challenge. Welcome to the Royally Red Room. Excuse the cobwebs. Unfortunately, we don't have a long enough room. Here we see a simple task. To push a stone is all I ask. But do not stop along the way, for bad things would ruin your day. See, it's easy and very straightforward. I'll see you at the other end, and apologies in advance if you manage to bump into an invisible wall in the next room. We got it installed by mistake and haven't been able to find it again to remove it. One last thing. Here, take one of these delicious mushroom dumplings. Yes, yummy. Very good, Lara. You like? Barry's quite the chef, isn't he? Amazing. Well, off to it then. These stones don't push themselves. Bless you, Lara. Ganz habe ich das jetzt nicht verstanden. Müssen wir jetzt einen Stein durch den ganzen Raum schieben in irgendeinen anderen Raum? Irgendwie so? Und wir haben irgendwelche Pilze bekommen? Stimmt das? Nee, ne? Und dann können wir die hier mitnehmen. Okay, wir gucken uns jetzt hier erstmal ein bisschen um. Hallo Ziege. Seine Hausziege wahrscheinlich oder so. Also irgendeinen Stein müssen wir hier lang schieben, ohne zu unterbrechen. Wir gucken jetzt mal hier hinter, was da kommt, ob wir da den Stein vielleicht auch finden. Hier ist eine Vase. Und da geht der Raum jetzt auch wieder weiter. Doch.
Da kann doch was drin sein. Das müssen wir zerstören. Das muss einfach sein. So. Ist hier was in der Wand? Ach, das ist ein Besen einfach nur. Okay, dann gehen wir mal hier rum. Oh, der. Hier ist das Rätsel, von dem er, glaube ich, gesprochen hat. Speichern mal lieber, bevor es hier gleich vorbei ist. Wir werden keinen guten Tag haben, wenn wir dieses Rätsel nicht lösen. Oder falsch lösen. Ah ja, den Stein müssen wir jetzt schieben, ohne zu unterbrechen. Aber was ist die Schwierigkeit dabei? Oder wo müssen wir hin? Oh mein Gott, ist das schön. Das ist richtig schön. Da geht's sogar durch. Aber es führt zu nichts. Also es ist eine kleine Höhle, finde ich total schön. Kann man da hoch? Ja. Oh mein Gott, ist das schön. Sind wir jetzt so weit oben in Tibet angekommen? Also das ist echt eine richtig schöne Stelle. Gefällt mir richtig, richtig gut. Toll gemacht. Und wir müssen wahrscheinlich bis zum Ziel schieben, bis hierhin. Aber das wird nicht so einfach sein, wie es aussieht, schätze ich jetzt mal. Goodness me, Lara. Ja, sorry. Poor Georgie girl. Da liegt irgendwas. Ah, nee, das ist eine Spinne. Ich wollte das gerade aufheben, aber es ist eine Spinne. Kann da ruhig liegen bleiben. Ist hier vielleicht noch irgendwo was dahinter? Vielleicht kann man durch so ein Tuch durchlaufen. Das wäre auch möglich. Geht ja manchmal. Ah ja, das geht aber. Bringt uns das was? Ah ja, das ist wieder sowas. Okay. Some say that my teaching is nonsense. Sorry, dass wir dich immer so ignorieren, aber ja, ihr wisst ja alle. Und du weißt es wahrscheinlich auch, wir verstehen eh nichts. Beziehungsweise, ich verstehe nichts. Und hier scheint gar nichts hinter zu sein. Okay, aber Hauptsache mal hat es mal eingeschossen, damit Yeshi sich wieder aufregen kann. Hier noch was. Aber eher auch nicht, ne? Aber wirklich ein super schön gestalteter Raum. Und ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal uns daran... Ach, hier geht's ja alles noch weiter. Ist wirklich ein langer Raum. Aber Yeshi beschwert sich überhaupt nicht. Also da scheint er nicht so einen Wert drauf zu legen wie auf die Vasen. Aber kann ja auch nicht wegen allem rumheulen. Gut, dann probieren wir es mal. Und schieben den Block. Weit wie es geht. Bin gespannt, ob das klappt. Wir haben auf jeden Fall gerade unser Leben angezeigt bekommen. Ich weiß nicht warum. Wir dürfen nicht unterbrechen. Ach, weil da so schöne Sachen liegen. Aber wir können ja mal versuchen, nachher hinzulaufen. Ah. Okay, nee, das will ich haben. Ich will, Secret. Okay, nicht gut. Laden. Wir stehen noch davor. Vielleicht kann man das Secret so mitnehmen. Liegt das hier vielleicht? Nee, ne? Und der hier? Ach, so weit können wir gar nicht rüberlaufen. Okay, da ist so eine unsichtbare Wand dazwischen. Aber die kann man vielleicht hier passieren. Aber da muss irgendwas drauf oder so vielleicht. Okay. Nee, da kommen wir nicht durch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Und hier ist ein Podest. Okay, interessant. Aber ich will natürlich das Secret haben, ne?
Okay, probieren wir nochmal, daran zu kommen. Deswegen kann man es nicht an einem Stück durchschieben. Weil ich das Secret einfach haben will. Das ist genau der Trick dabei wahrscheinlich. Bei diesem Rätsel hier. Jetzt ganz schnell darüber laufen. Ist das ein Secret? Nein. Wir können aber jetzt auch nicht weiterschieben, ne? Okay, jetzt tauchen wir. Gerade. Soll das so sein? Nee, dann sterben wir natürlich. Vielleicht müssen wir das schneller aufheben. Oder es geht nicht. Probieren wir es einfach nochmal. Und dann müssen wir schneller dahin. Aber ich glaube, das kann man da gar nicht überleben, oder? Schneller. Dir. Nee, das geht nicht. Das ist Verarsche. Eins will ich nochmal probieren. Wenn wir nur zwei weit schieben, ob es dann schon da ist. Oder erst beim dritten Mal. Also wenn wir jetzt aufhören zu schieben. Da erscheint es noch nicht, ne? Doch, erscheint schon. Weil da haben wir vielleicht mehr Zeit, das aufzuheben. Dir. Nee, das ist absolut Verarsche. Und der Hebel, muss man den vielleicht rechtzeitig irgendwie ziehen? Probieren wir das nochmal. Weil es einfach nur durchzuschieben ist ja witzlos, oder? Man kann halt leider zwischendrin nicht speichern, sonst würde ich das jetzt machen. Aber dann geht das Minipack jetzt eh verloren. Also kein Secret an dieser Stelle. Aber ich glaube, das soll uns auch dazu verleiten, hier zu sterben. Und es ist gar kein, sondern ein Fake. Okay. Immer weiter schieben, nicht unterbrechen. Lara wird auf jeden Fall ganz schwindlig dabei. Verständlicherweise. Und es kam gerade ein Schneeleopard. Aus Tibet. Aber ich glaube, uns passiert nichts. Also es sieht alles sehr gefährlich aus, aber... Wow. Oh mein Gott, dieses Tomb Raider 4 Monster aus der Stadt der Toten. Ja, das würde man am liebsten auch mitnehmen. Aber es ist alles fake. Es ist alles fake. Das sieht man schon wieder. Es löst sich auf in Luft. Und wir müssen immer dranbleiben. Es kommt bestimmt eine Lawine. Nee, ein Yeti. Wie witzig. Aus der Höhle natürlich. Aber der tut uns nichts. Und packt sich an den Kopf. Und jetzt kommt die Lawine. Und tötet den Yeti. Geil. Das ist richtig witzig. Jetzt wurden wir fast erstochen. Ja, das ist voll spannend, was hier alles passiert. Wir können nicht sterben dabei. Das ist cool. So, jetzt fackeln wir gleich an. Oh, oh. Jetzt ist aber gefährlich. Aber wir leben noch. Das ist die Hauptsache. Und da ist die Gebetsrolle. Komm bis zum Ziel, Lara. Zieh! Wow, you did it. What a trip. Super. Well done, dear Lara. Please take your reward. War das now, eine as coole it's Idee. Such a long way back, Bobby and I have decided to lend you our snowmobile for the return trip. Cool. Just park it somewhere near the front of the hall if you don't mind. Ach, das ist das, was da oben reinprogrammiert war, auf den Berg ganz am Anfang. Auch witzig. Was, wenn wir jetzt das Vieh überfahren? Es tut mir jetzt schon leid, aber Yeshi heult dann bestimmt rum. Hat das jetzt was gebracht? Diesen Hebel kann man auf jeden Fall nicht ziehen. Der ist auf der anderen Seite. Es tut mir jetzt leid, dass wir das Tier umgefahren haben, ne? Oder wo müssen wir denn jetzt hin? In welche Richtung? Die andere? Wir laden nochmal. Weil ich will das Tier auf jeden Fall am Leben lassen. So bösartig bin ich dann doch nicht. Probieren wir mal die andere Richtung. Aber das geht nicht. Wir sollen ja so schnell fahren, wie wir können. Aber ich glaube, das geht schneller. Vielleicht müssen wir am Ende schneller sein als das Tier.
Das ist vielleicht möglich. Quick, Bobby, go now. Fast as you can. So, und jetzt schnell. Ja, da wird man jetzt aufgehalten und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Warum auch immer. Okay. Dann nochmal. Die Folge ist auch rum, sehe ich gerade, aber eigentlich können wir da jetzt schon noch zurück. Wo haben wir denn? Wo sind wir denn stehen geblieben? Hier, ne? Ist komisch, warum das jetzt gerade abgestürzt ist. Aber die Challenge machen wir jetzt noch. Vielleicht wollte mir der PC auch einfach sagen, die 20-Minuten-Marke. Oh, schon wieder abgestürzt. Das hängt mit der Stelle zusammen, Leute. Das ist ja interessant. Da müssen wir anscheinend außen rum fahren. Fahren wir mal dem Tier hinterher. Quick, Bobby, go now. Fast as you can. Aber nicht Bobby überfahren, sondern nur schneller sein. So, und jetzt da durch. Kommen wir da durch? Ja. Ja. Kommen wir wunderbar wieder raus. Und jetzt können wir aussteigen, oder? Ich glaube, das mit dem Schneemobil war auch eher so ein Gimmick. Und das heißt, wir hätten dann hier eigentlich alles erledigt, oder? Sehe ich das richtig? Ja, hier geht's dann wieder raus. Cool, das heißt, wir haben die dritte Gebetsrolle. Und die vierte suchen wir uns dann in der nächsten Folge, aber ich finde in der Zwischenzeit schon mal raus, wo man da anfangen muss. Und zwar wahrscheinlich in dieser Richtung, wo wir gerade hinschauen, da hinten. Also da gucke ich mich jetzt ein bisschen um und beim nächsten Mal geht's ran an die zweite Gebetsrolle. Bis dann, ciao. Vierte. Habe ich zweite gesagt? Ihr wisst schon, was ich meine.